Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. 60 Jahre römische Verträge, das ist vor allen Dingen ein Grund zur Freude. 60 Jahre römische Verträge bedeuten letztlich nichts anderes als 60 Jahre Friede, Freiheit in Europa und das auf einem Kontinent, der in den vergangenen Jahrhunderten eher durch Kriege, durch Verwüstung und Elend geprägt war. Noch jede Generation hat es bei uns geschafft, das, was sie selber sich erarbeitet haben, durch Kriege auch wieder zunichte zu machen. Und auch wenn man den Blick auf die aktuellen Zeiten richtet, die Bedrohungen in der Welt, den Krisenbogen um Europa, auch dann wird deutlich, dass wir das Vermächtnis der europäischen Gründerväter fortzuführen haben und dass die Geschichte unseres Kontinents auch Verpflichtung für uns sein muss. Aber Europa ist auch Prosperität und Wohlstand. Das gilt nicht nur für uns Deutsche, die wir als Exportweltmeister in besonderem Maße vom Binnenmarkt profitieren. Das gilt auch für viele andere Länder. Wenn ich etwa an die ost- und mitteleuropäischen Länder denke, die 2004 zu uns gekommen sind und innerhalb kurzer Zeit es geschafft haben, von 40% auf 60% der durchschnittlichen europäischen Wirtschaftsleistung zu kommen. Wenn man alleine sich Polen anschaut, das in den ersten 10 Jahren nach dem Beitritt die Arbeitslosigkeit halbieren konnte und das Bruttoinlandsprodukt um 50% steigern konnte, dann sind das alles Beweise dafür, wie wichtig Europa ist, wie substanziell die Fortschritte, die wir hier erzielen können. Aber umgekehrt sehen wir eben gerade auch an Polen, dass es ein Land ist, das in besonderer Weise auf die Legitimations-, die Sinn- und Handlungskrise Europas hinweist. Und dass die großen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, Migration, insbesondere aus Afrika, Brexit und viele andere Themen mehr, letztlich immer wieder auch deutlich machen, wie wichtig es ist, dass wir nicht glauben, dass die Errungenschaften in Europa für alle Zeiten gesichert sind, sondern dass wir jedes Mal aufs Neue darum kämpfen müssen. Das wird hier, glaube ich, in besonderer Weise sichtbar. Und ich glaube, dass gerade vor diesem Hintergrund es gut ist, dass die Kommission diesen Geburtstag auch zum Anlass nimmt, darüber nachzudenken, wie denn die Zukunft aussehen soll, wie sich Europa weiterentwickeln könnte. Und ich finde den Ansatz richtig, 5 Entwicklungsszenarien zu entwickeln, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die aber auch Denkanstöße für uns bieten, die uns darüber nachdenken lassen, wie man Europa richtig baut, damit es zukunftsfähig ist, damit es Akzeptanz bei den Menschen findet. Und wenn ich ein paar wenige Bemerkungen dazu machen darf, dann glaube ich, dass es richtig ist, wenn wir uns in Europa auf die wesentlichen Themen konzentrieren. Dass wir immer auch deutlich machen, wo haben wir nicht nur einen europäischen Mehrwert, sondern wo ist es vielleicht sogar so, dass man die Herausforderungen ohne Europa auf nationaler Ebene gar nicht wirklich bewältigen lassen kann. Wenn ich etwa an den Binnenmarkt denke, wenn ich an die Außensicherheits- und Verteidigungspolitik denke, wenn ich an die Sicherung europäischer Grenzen und die Bewältigung der Wanderungsbewegungen weltweit denke, dann sind das alles Punkte, wo für mich sonnenklar ist, dass sie auf europäischer Ebene sehr viel besser und effektiver gelöst werden können als auf nationaler. Aber es bedeutet für mich gleichzeitig auch, dass wir sehr genau hinschauen müssen, wo Aufgaben vielleicht nicht idealerweise auf europäischer Ebene angesiedelt sind. Und da geht es nicht nur um das Austarieren der Verhältnisse zwischen Europa und den Nationalstaaten. Da muss man genauso die Länder, die Regionen, die Kommunen mitdenken. Denn jedes Haus wird vom Fundament her gebaut. Das gilt auch für das Haus Europas. Und deshalb ist es entscheidend, dass die nächsthöhere Ebene letztlich immer die Begründungspflicht dafür hat, dass sie die Aufgaben besser bewältigen kann. Und da, glaube ich, haben wir noch einiges zu tun, wenn ich etwa an das Instrumentarium der Subsidiaritätsrüge denke, das wir verzweifelt versuchen einzusetzen, zuletzt beim Dienstleistungspaket, aktuell beim Winterpaket. Wir aber auch feststellen, dass es eben ein stumpfes Schwert ist,
dass es nicht die richtige Maßgabe dafür ist, auszutarieren, wie die politischen Aufgaben zwischen den einzelnen Ebenen idealerweise verteilt werden. Da brauchen wir andere Ansätze, weil das Europa effektiver und schlagkräftiger macht, effizienter und vor allen Dingen auch die Glaubwürdigkeit stärkt. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Dinge, die wir gemeinsam vereinbart haben, dann auch tatsächlich durchgesetzt werden. Dass nicht nationale Interessen immer wieder als Erpressungspotenzial eingesetzt werden, um eigene Ziele auf Kosten der Gemeinschaft zu erreichen. Europa ist auch eine Rechtsgemeinschaft. Und das muss auch im Umgang spürbar sein. Und die letzte Bemerkung, die ich machen möchte, wir müssen uns immer auch bewusst sein, dass es nicht nur auf Normen und Regelungen ankommt, sondern vor allen Dingen auf die Menschen. Am Ende des Tages muss es mehr Menschen geben, die von der Zukunft und Zukunftsfähigkeit der EU überzeugt sind, als die, die das nicht so sehen. Und da darf uns die aktuelle Bertelsmann-Studie zuversichtlich stimmen, wo wir sehen, dass 4/5 der Jugendlichen und auch der jungen Erwachsenen in Europa ihre Zukunft genau in dieser Gemeinschaft. Herr Kollege Frey. Vielen Dank auch für Ihr Verständnis. Bitte schön. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt der Kollege